Yes, Baby, die erste Folge meiner Englandreise. Ich fahre mit dem LKW zum ersten Mal nach England tatsächlich. Und wir werden den Eurotunnel befahren, das heißt mit dem LKW auf einen Zug drauf. Das Ganze wurde noch nebenbei gefilmt von D-Max für die Asphalt Cowboy Staffel 13. Ich lade jetzt erstmal mein Auto voll. Übrigens sieht das deswegen da hinten so dreckig aus, weil mein Hund da immer in dieser Ladeschale da sitzt. So, wir müssen nochmal als allererstes zu einer Firma, die uns die Ladung organisiert hat. Und ja, wir beginnen. Erste Folge. Ich hoffe, ihr freut euch drauf auf diesen Vlog oder auf diese Vlog-Reihe. So Leute, ich bin auf dem Weg. Mega Verspätung. Also eine Stunde jetzt schon von zu Hause aus. Ich habe eine halbe Stunde lang mein Handy gesucht, weil ich Sachen gepackt habe und habe mein Handy versehentlich in den Kleiderschrank gelegt. Habe ich es nicht gefunden. Dann habe ich mein MacBook wieder auspacken müssen. Dann draufklicken müssen, wo ist mein Handy, da bin ich durchs Haus gelaufen, überall geguckt, wo mein Handy piept, da habe ich das Handy gefunden, dann habe ich meine Brille nicht mehr gefunden, dann habe ich meinen ADR-Schein nicht gefunden, letztendlich habe ich eine Stunde lang irgendwelche Sachen gesucht, bin jetzt auf dem Weg nach Hildesheim, da treffe ich mich mit dem Lars Oldhoff von der Firma Oldhoff, denn ich habe auch kein britisches Geld, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, aber er hat mir noch geschrieben, weil das ist der Mann, der die Fracht zur Verfügung stellt. Für den fahre ich die Fracht quasi nach England. Das wird er euch vielleicht auch gleich nochmal selber vor der Kamera erzählen. Ja, da muss ich hin. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Absolute Katastrophe wieder. Katastrophen-Kai. CK. KK. Katastrophen-Kai. So rum. CK. Katastrophen. Ja, KK. Katastrophen-Kai. Ich bin auf dem Weg. Bis gleich. Tschüss. So Leute, ich bin angekommen bei Step 2 und zwar bei dem Lars Oldhoff, Oldhoff Freight Solution GmbH, so heißt es richtig ausgesprochen. Und das ist jetzt ganz spannend, was hast du jetzt mit der ganzen Geschichte zu tun? Weil du stellst ja quasi die Fracht und beziehungsweise die Fracht vermittelt, richtig? Richtig, genau. Wir organisieren die Frachten von Deutschland, von Neubrandenburg in diesem Fall, geht's rüber nach Großbritannien, nach Bury in Lancashire, in Nordengland und wir organisieren halt Frachten von Deutschland nach England. Genau, also die Firma hat sich darauf spezialisiert, also quasi Frachten ins Ausland, also Schwerpunkt England, ich glaube auch Irland, glaube ich auch, oder? Richtig, genau. Habe ich auf einer Fahne gesehen, Irland. Schottland, genau. Wales. Genau. Ein ganzer englischsprachiger Bereich inklusive Inseln. Genau, und so war nämlich die Kooperation, nämlich der Lars ist mit dem Chef der Schweiz und Dutrans befreundet. Und ich habe irgendwann mal gesagt, hey, wenn du mal eine Fracht ins Ausland hast, ich würde es gerne mal fahren. Und jetzt kam es dazu, dass Lars angerufen hat, hey, war doch irgendwas, Kai, wollte doch mal irgendwie, ich hätte da jetzt eine Fracht. Genau. Jetzt schicken die mich nach England, Leute. Wenn ihr mehr wissen wollt über die Spedition, ich blende euch auch hier mal den Instagram rein ein oder die Homepage, dann könnt ihr euch darüber informieren. Oder auch unten in der Videobeschreibung verlinke ich euch das Ganze. Das heißt, wenn da jemand einen Unternehmer hat oder da ist, der zum Beispiel eine Fracht nach England fahren möchte, dann kann er sich bei uns gerne melden. Genau, bei dem Team und dann seid ihr ja bestens aufgehoben und dann geht die Fracht auch nach England und kommt sicher an. Mit mir natürlich auch. Und Lars, danke, dass du mir da hilfst, weil er hat mir auch mit Geld geholfen, weil das habe ich vergessen. Gestern hast du mir noch geschrieben, hast du eigentlich britische Pfund? Ich sage, leider nein. Und deswegen hat mir Lars jetzt gerade privat Geld geliehen. Sind wir mal ganz ehrlich, muss halt so sein. Und ja, dann gebe ich dir das nachher wieder, was ich da brauche etc. Und wenn ich da Probleme in England habe, kann ich dich anrufen, ne? Immer, ja, genau. Weil Eurotunnel habe ich auch noch nicht gemacht. Also quasi, wir fahren ja mit dem LKW auf dem Zug drauf. Richtig, genau. Ja, du kennst dich ja aus. Du hast in England gelebt? Genau, 2 Jahre, 2000, 2001, 2 Jahre lang. Genau, ich habe jetzt gerade letztes Jahr auch mit dem Bulli, bin ich extra in dem Frachtbereich gewesen, um es auch mal zu sehen, wie die Fahrer sich melden müssen und so weiter. Also es wird sehr interessant werden für dich. insofern auch die Beladung wird eine interessante Sache werden und genau die Entladung. Also aber das stimmt, ja. Ich alles sehen. Genau. Ja, genau. Die eine Maschine ist ja richtig groß, ne? Genau, ja. Insofern sind große Kracher soweit. Genau für die Lebensmittelindustrie. Ah, ja. Und werden da direkt von Monteuren entgegengenommen und dann gleich verbaut, dass sie schnellstmöglich produzieren können. Okay, jetzt wisst ihr Bescheid. Das war der Lars, der hat mit dieser Tour damit zu tun, dass er quasi die Fracht vermittelt hat. Und ja, wir sehen uns bei Step 3. Ich muss jetzt zum LKW einräumen und dann müssen wir erstmal Richtung Berlin da ein paar Getränke ausliefern, bevor wir dann am Dienstag deine Fracht laden. Genau. Also, schön Like da lassen. Wir sehen uns gleich wieder in Step Nummer 3. Okay, wir haben endlich den neuen LKW zugelassen bekommen. Der ist nagelneu. Ich muss jetzt erstmal tanken fahren und mich erstmal in den LKW jetzt noch mal ein bisschen reinfuchsen. Hier gehen wir doch. Ihr seht es hier, 508 Kilometer hat er gelaufen. Das ist die Überführungsfahrt gewesen. Und wir fahren jetzt erstmal tanken. Ihr seht, der ist noch nagelneu.
Noch nichts eingeräumt, aber erstmal Tacken fahren. Junge, das ist ein Drama heute. Junge, Junge, Junge. Hier hinten habe ich die ganzen Blompen und hier unten habe ich auch noch Blompen und... In diesem Video werde ich unterstützt von Emma Matratzen, denn ich habe ja immer mit Rückenproblemen zu kämpfen. Ihr wisst es, ich war auch vor kurzem wieder 2 Wochen krankgeschrieben und ich musste mich unbedingt um eine neue Matratze bemühen. Hier haben wir jetzt den Sommerschlussverkauf, bis zu 100 Nächte Probeschlafen, 10 Jahre Garantie auf den Matratzenkern. Und natürlich habe ich diese Matratze getestet, wir schlafen da immer noch drauf und wir schlafen super drauf, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Die Matratze wird euch mit der normalen Post geliefert, so eingeschweißt, wie ihr hier sehen könnt. Gesagt, getan, ich habe die Matratze ausgepackt und direkt ins Bett gewuchtet, die alte Matratze raus. Und das Auspacken ist auch easy, ihr bekommt so ein Messer dabei, sodass ihr die Matratze nicht beschädigt. Rabattcode TRUCK, den fügt ihr bitte bei eurem Warenkorb mit ein, dann bekommt ihr nochmal 5% on top drauf. Das bedeutet für die Schlauen von euch, wenn ihr einen Artikel findet, der 45% reduziert ist, ihr packt meine 5% noch drauf, dann bekommt ihr die Matratze zur Hälfte des Preises. Und wie gesagt, ihr könnt sie 100 Tage kostenlos oder bis zu 100 Nächte kostenlos testen. Sagt euch die Matratze nicht zu, schickt ihr sie wieder zurück. Aber ich kann euch sagen, wie gesagt, ich habe sie getestet, wir schlafen da super drauf. Gebt der Matratze 1-2 Tage Zeit, dass sie sich an euch gewöhnen kann oder ihr euch an die Matratze und dann ist ein angenehmer Schlaf möglich. Wie ihr seht hier, Qualität. Ich habe mir eine super Matratze ausgesucht und deswegen kann ich mit ruhigem Gewissen euch die Emma Matratze empfehlen. Schaut euch mal ein bisschen bei der Seite um und ich wünsche euch viel Spaß beim Schlafen. Aua, aua. So. Einmal tanken bitte. Und dann drüben Satellitentank, nehmen wir die andere. Einmal tanken bitte. Okay. So. Einmal den Olli getroffen, hat sich das Lied Seite an Seite angehört und schöne Grüße an deine Frau. Olli, mach's gut, gute Fahrt. Ciao. Ich warte aufs nächste. Ja, kommt dieses Jahr noch. Gut. Mach's gut. Voll geil. Gute Laune ist am Start, so LKW ist vollgetankt und ja, jetzt satteln wir mal auf und dann muss ich den LKW einräumen, dass wir hier meine Gänge kommen. Die Zeit drückt jetzt langsam. Freunde. Looking like a thunderstorm, oh, here we go, 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 go. You're easy to remember, so hard to forget. And the baby is a coward when you strut. Oh, how could I not worship every inch your feet have touched? So, und damit wir zum eigentlichen Ziel kommen und dort nicht leer hinfahren müssen, fahre ich erstmal nach Ludwigsfelde, denn der Auflieger ist ja vollgeladen mit Getränken und die schmeißen wir da schnell mal runter und dann geht es zur eigentlichen Ladestelle für England. So Leute, ich bin angekommen, tatsächlich in Ludwigsfelde hier und muss jetzt mal schauen, wo ich mich hier anmelde. Ich sehe irgendwie keine Anmeldung, aber vielleicht da hinten oder so. Da kann ich euch nicht mitnehmen, weil ich da nicht drehen darf wahrscheinlich. Ich gehe da mal zu Fuß hin. Bis gleich! So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin jetzt angekommen, Lichenshöhe, Uckermark und warte jetzt hier auf das Filmteam. Sind in 20 Minuten da. Ja, ich bin pünktlich, frühzeitig angekommen. Oh, ist ein schönes Wetter, ey. Oh, gegen die Sonne filmen ist doof. Ja, LKW ist leer und dann habe ich hier noch ein paar Kilometer bis zum Kunden, dann laden wir, ne? So sieht der Hase aus. Oh, hier sind ein paar Schneien auf. Das gibt's doch gar nicht. Alter, das kann ich ja nicht verantworten. Was ist denn hier los? Alter, das gibt's doch gar nicht. Was kommt das denn? Ah, zu locker. Müssen wir gleich mal nachziehen. Ah, muss ich mal nachziehen. Bis gleich. Das Schöne ist, Leute, dass ich das hier für euch filmen durfte. Das heißt, ich habe die Drehgenehmigung, dass ich euch das Laden zeigen kann. Das sind hier 3 Maschinen von einer der weltweit führendsten Firmen
die für die Nahrungsindustrie solche Maschinen herstellt. Und ich kann euch auch das Entladen in England zeigen. Das ist das Geile. Also ihr seht hier einen kleinen Teil der Beladung. Es sind halt drei Maschinen. Die sind auch unheimlich teuer. Deswegen, der LKW ist nicht voll ausgeladen. Aber, ja, wertvolle Fracht reicht dafür. Ne? Und im Hintergrund seht ihr das Filmteam. Und ja, und dann müssen wir erstmal auf den Zug nach England. Also ein bisschen Richtung Frankreich. Lass mal runter. In der nächsten Folge sehen wir uns gemeinsam an, wie ich mit dem LKW in Frankreich ankomme und auf den Zug fahre und rübersetze nach England. Also auf jeden Fall ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn die neue Folge rauskommt. Ich hoffe, diese Folge, die erste, hat euch gefallen und wir gehen bald weiter auf den Zug mit dem LKW. So.